Oh, jetzt muss der Woddy also gegen den Signet battlen. Wisst ihr was? Ich glaube, der Signet fickt diesen Scheiß-Rapper. Und das finde ich urkomisch, wie einen witzigen Zeitmesser. Erst ein Nagetier, danach bekam ich das fiktive Mineral. Und nun statt in Bersig einen Typen, den ich trinken kann, der nicht viel Zeit hat, weshalb er vielleicht auch scheitert. Doch die Inkompetenz des Gavins macht ihm das Battle viel leichter. Hallo Antonio, ich glaube diese Runde hier im Halbfinale wird für dich nicht einfach. Um mit deinem Blackface und der Gabe noch zu malen, wirst du definitiv irgendwann mal Disney-Zeichner. Body kann dich Banner nicht mehr blau machen, denn du hast dich dagegen ja doch selber immunisiert. Aber passt halt zu der Alten, die daneben dir so steht, sie ist da unten bestimmt aus, so wie du frisiert. Und ich schalte einen Gang herunter, nur damit du Banner mich verstehen kannst. Denn ich wollte dir sagen, dass ich dich manchmal echt nicht verstehe. Mal bist du drin und dann wieder mal raus und dann reichst du nicht ein, bist trotzdem weiter. Jetzt bist du mein Gegner, da bläst du bei Kevin und doch nicht weiter, yeah. Ich gebe diesem Heslon, lasse nichts anbrennen, als wäre ich Teflon. Du bist keine Augenweide, du wirst fallen, so wie Taubenscheiße. Der Sonnenbrillen im Dunkeln tragen, der Hobbit will echt ne Runde wagen. Doch sorry, mein Kumpel, ich muss dir sagen, der linesbeitende Schein, heilige Rapper von Underground Delicious, wie die Pipelines in die Ferne geschickt. Ich werd den Standard-Sound vernichten, dich mit doppelten Passagen auseinanderreißen. Denn du Penner wirst mir sowieso niemals das Wasser reichen. Also lass es sein und hol dir einfach eine Gastdruck von Roger. Denn ohne diese bleibst du Spaß, nur ein Opfer. Du bist am Arsch, Woddy, du Penner. Ich glaube, du solltest das Rappen lieber sein lassen, denn gegen mich kannst du einpacken. Du bist am Arsch und was du Penner zustande bringst, ist weder ein Schwanz noch ein anderes Ding. Ich misshandle. Da schreibt mir der Antonio, ab hat mega wenig Zeit, Bro. Wenn man weiß, dass man verliert, hat's der Gegner eben leicht. Doch du schreibst, du hast keine Zeit, denn du vergisst nur keine Eier dazu. Wie zu von dem Mann, du Penner, bist du ein Scheiter verurteilt und dir hört keiner mehr zu. Komm und verkünde die Nachricht, dass du die nächste Runde nicht da bist. Vielleicht steckt Gavin Bassig dann statt dich ins Halbfinale. Was soll ich denn dann noch zu dir sagen, du Schlumpf? Echt dicker Bizeps hast du gepumpt und du Penner wirst aufgrund deiner fehlenden Intelligenz aus dem Halbfinale geschoben. Sag Best Rap Entertainment, ist echt wack wie dein Nates. Test, ich meine es doch nur positiv. Und was war nochmal mit diesem Label? Aufgelöst, so als wären es Tabletten, denn den Zuschauern fehlte Interesse. Und außerdem hört man nicht gerne von einem anderen Rapper die Texte. Sogar deine Freunde, Mann, die dissen dich, du Penner, doch du bist es schon gewohnt. Und ja, du findest es so besser, denn die geben dir eine Vorlage, damit du deren Zeit nimmst und danach sie im Battle gegen Signet nimmst.